Gelb ist übrigens nicht optional, meine Damen und Herren. Gelb ist nicht optional. Nee. So, gehen wir jetzt in Jansky rein? Komm, wir gucken jetzt Jansky. Moin, moin, Leute, und willkommen zu... Moin, moin, Leute. Ich bin's, Jansky. LMU Compilation. Da bin ich ja mal gespannt. Was hast du denn für uns vorbereitet, Jansky? Für diesem Video. In der heutigen Folge lernt Gumball einen neuen Freund kennen. Ja, da geht dir das Talent aus. Mavix versucht, um eine Kurve zu fahren. Nein, 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 nein. Was ist das denn jetzt? Und es gibt wilde Renn-Action. Yo, Carnage, alles tot. Alle, oh mein Gott. Kleiner Disclaimer hier am Anfang nochmal ganz kurz. Dieses Video ist zu Unterhaltungszwecken da und dient ausschließlich nur zum Lachen und Unterhalten. Und mit diesem Disclaimer möchte ich hier ganz kurz meinen guten alten Freund, die Clownsnase, zurückbringen in den Stream. Hallo Clownsnase, was möchtest du uns denn heute mitteilen? Also Regenrennen sind einfach die geilsten Rennen auf dem ganzen Planeten. Die machen die Renn-Action so richtig spannend und unterhaltsam. Meanwhile, gerade gestartet. Bitte, meine lieben Kinder da draußen, machen Sie das nicht nach. Machen Sie das bitte nicht nach. Das ist nicht gut. Leute, Regen, Piano. Ne? Immer mit der Ruhe. Sie haben Zeit. Feuchtigkeit auf der Strecke, schwierig. Alles Fritte. Ich konnte nichts machen. Gar nichts. Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat nur einen Erlichter gehabt. Wir leben noch. Ja, was hat er da gemacht? Warum bremst er da einfach? Weiß nicht. Wegen dem anderen vor ihm? Oh mein Gott. War da nicht sogar Kontakt? Wir müssen ja auf Analyse. Oh mein Gott. Jo, da war ein Kontakt. Deswegen. Ha! Oh. Egal, wir leben noch, wir leben noch. Ja, was hat er da gemacht? Warum bremst er da einfach? Mein Gott. Was ist das hier? Oh mein Gott. Alter, heute sind die Lobbys echt brutal. Regen. Heute sind die Lobbys echt besonders wild. Alter, wir haben das gesaved, das haben wir so geil gesaved. Dieses Rennen hier, also das ist ja Next Level. Vielleicht weil von so... Digga, halt doch deine Bremse! Bro, halt doch! Weil ich halt fast selber nicht bremse. Aber das liegt jetzt nicht an einem Cadillac, muss ich sagen. Ich meine, der Ferrari war einfacher einfach und besser zu fahren. Bro! Was ist das? Das sind immer die schönsten Momente. Ach Mensch, guck mal, nur Porsche und wir fahren Toyota. Ei, na das kann ja was werden. Wie hab ich's denn in Jansky geschafft? Okay, schauen wir mal. Was zu erwarten war. Auch wieder gelb. Ich möchte diesen jungen Mann, der da gerade im Bild zu sehen war, kurz mal etwas loben. Ich weiß, Eigenlob stinkt an der Stelle. Deswegen nehmen wir hier eine andere Person an, und zwar Clownsnasky. Fantastisch, wie dieserjenige Mensch dort reagiert hat auf eine gelbe Flagge. Man könnte meinen, Moment, gelb, ja, ist noch grün. Aber noch mit Bremse reagiert, hier auch nochmal, Rückspiegel geguckt, fantastisch, nochmal auf Gelb reagiert. Was zu erwarten war. Wenn man sich die Fußarbeit unten rechts ansieht, könnte man meinen, der ist schon öfter mal solche, oh Gott, nee, Clownsnasky, könnte man meinen, dass das ganz angenehm ist mit der Bremse bei Gelb. Gelb ist übrigens nicht optional, meine Damen und Herren, Gelb ist nicht optional, nee. Auch wieder Gelb. Ja. Ein Peugeot. Junge, Glück gehabt. Scheiße.
Bestes Beispiel. Gerade so durchgekommen, weißt du, aber... Ich habe uns schon tot gesehen. Ah, ich habe ein Flatzwort. Ich habe ein Flatzwort jetzt. Perfekt. Oh no! War auch mal wieder absolut klar, dass dann so eine Scheiße im Rennen passieren muss. Wo ist eigentlich Blätten? Mir fehlt Blätten in dieser Compilation. Das, meine Damen und Herren, und das will ich ja auch immer gar nicht so sagen, ne? Aber das ist Karma. Das ist einfach Karma. Wer nicht an Karma glaubt im Rennsport, der ist einfach aufgeschmissen. Man muss einfach an Karma glauben. Beachtest du die Flanken, wird Karma dich loben und lieben. Machst du das nicht, wird sie dich rächen. Ja, das war's mit dem Rennen. Perfekt. Oh, die Driver, stehen sie. Ja, ja, sie stehen hier, sie stehen hier. Hier stehen sie überall. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung. Benehm dir, benehm dir, benehm dir. Ja, ich bin neben allen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich war komplett im Sandwich. Dann gehen wir mal eben runter. Da! Auf den Chat geguckt. Lol. Lol, 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 lol. Oh? Tot. Ich bin Schrott, mein Motor ist kaputt. Lol. Bremst mich. Aua. Wir haben... Jo! Was? Ja! Was siehst du da? Den Unfall, Herr Langer. Okay. Das musst du dir gleich angucken. Warte mal. Hör mal. Junge, wurde er auseinandergeschätzt. Ich glaube, der ist kaputt. Jo. Ich musste von der Ideallinie weg, Leute. Er hat sich aber auch gedreht. No, es ist genau der Fehler, den ich vorhin beschrieben habe, Leute. Ha. Nein, 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 nein. Was ist das denn jetzt? Hallo? Auto. Warum spinnt er sich denn jetzt direkt? What the fuck? Ich habe doch TC7 drin. Und jetzt kommt Sam. Mach es, Sam. Jawohl. Junge, er fährt so behindert. Das ist Wahnsinn. Gambal. Gambal, was? Hallo? Entschuldigung? Jawohl, der nächste Kontakt. Komm, mach ihn weg. Mach ihn weg. Töte ihn. Ich glaube, hier werden gleich alle getötet. Er fährt ihn wieder rein. 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 Du bist so eine... Alter, zieh komplett zu. Junge, was ist hier? Ja, was soll er machen? Soll er dir die Tür aufhalten? Kannst du bitte aufhören, die ganze Zeit von rechts nach links zu fahren? Also nur vom Shifterklang her. Gambal, wenn du das hier siehst, könntest du das bitte in die Kommentare schreiben. Fährst du einen Ascher? Die neuen, die Arturas. Wenn ich damit richtig liege, Gambal, gibt es eine zweite Podcast-Folge. Junge, was ist hier? Kannst du bitte aufhören, die ganze Zeit von rechts nach links zu fahren? Vielleicht fährt er ein Logitech-Lenkrad und kann nicht gerade fahren? Nee, das ist kein, Scheiße. Keine zweite Podcast-Folge. Das ist ein Grid, weil nur Grid hat hinten diese Knöpfe dran. Ich hab falsch gelegen. Aber die klingen sehr ähnlich, die Shifter. Ho. Ja. Ja, da. Bye, have a great time. Ja, da geht dir das Talent aus. Setz dich hin, du Potsau. Natürlich bin ich salzig. Hast du mal angesehen, was der Typ für eine Scheiße gemacht hat? Ich kann in den scheiß Kindergarten gehen und ein Kind hier reinsetzen, das fährt besser. Sag mal, gucken wir gerade Twitch-Clips von iRacing zufällig? Ist das hier Split 1? Wo kommt denn hier der Tilt her? Vor allen Dingen... Also, jetzt mal unter uns, Jungs. Mit ganz viel Verlaub, ja? Also, austeilen wie die Großen und dann am hinten dran noch selber Kacke machen. Guck mal hier! Voll ausgeholt, Gambal, wenn du danach wenigstens besser fahren würdest, ja? Aber du fährst ja auch hier auf der Linie daneben. Ich weiß gar nicht, warum du deine Spatzenschnute aufmachst und meckerst wie ein Kaputter. Wenn ich hier das Stehbild sehe, wo bist du denn da? Nicht auf der Rennstrecke, mein Freund. Verbremst hast du dich auch. Sagt er und baut die größte Schaden. Perfekt. Ah, gut, okay. Hab ich gesagt, ich bin selber wascht. Ja. Danke, Gambal, dass du die Kurve gekriegt. Jetzt kommt Sam wieder. Rematch! Rematch! Ich mach die Tür zu, er kommt trotzdem in. Yo, yo!
einfach! Was hat der? Ich hab das Gefühl, gleich kommt die komplette Torpedo-Todesattacke. Na, perfekt. Hallo! Was? Haben wir schon wieder Elephant Pro Series oder was? Jawohl, Jungs, jawohl, jawohl, ja. Sollen? Hallo! Ja, meine Lenko. Hallo! Hallo! Ja, er tötet mich, ja, ist gut. Ist gut. Ja. Schädiger Typ, wirklich. Ich wünschte mir, die Rennen würden ein bisschen länger gehen, weil die Leute, die grillen ihre Reifen. So hart. Hat er gesehen, Chat. Musst du kurz mal gucken, wieso die Beschaffenheit der Botanik ist. Kommt jetzt erst der LMP2 oder schon wieder? Nee, ich glaube schon wieder. Was ein Idiot. Digga! Was fährt der mir in die Kiste, Alter? Vielleicht. Worüber regen die sich eigentlich die ganze Zeit auf? Bagger, wenn ihr so weitermacht, habt ihr mit fucking 30 einen Herzinfarkt. Da ist doch gar nichts passiert. Mensch, wenn ihr eure SRO-Rennen mal anguckt, ne, da sieht das weitaus schlimmer aus. Das sieht so aus, als wenn ihr euch da gegenseitig mit Streitwagen kloppt. Aber nicht mit die guten Streitwagen, sondern die an der Seite mit diesen mit den Spikes dran, wo ihr auf die Räder geht. Also worüber beschwert ihr euch? Das ist hier halt ein bisschen Kontakti-Schmackti. Hier ist halt ein Poesiealbum. Der eine klebt bei dem einen und der andere klebt bei dem anderen Sticker rein. Sag mal, wollte ich gerade sagen, Alex spricht da aus Erfahrung. Der hat mit Mitte 30 ging da mal ganz kurz die Lampe aus. Und der war zack aus die Maus, Licht aus. Sag mal, was soll denn das? Du regst dich doch mal nicht immer so auf. Junge, Junge, Junge. Entspannen Sie sich. Zweimal, na, ich wollte nicht übertreiben. Die gleiche ist, oh, LMP2 tot. Wie, er ist so Karma. Das ist der, wo uns gerade in die Kiste gefahren ist. Er ist so Karma. So. Wir machen hier. Nein, ich bin so ein Bot. Ich bin so ein Bot. Ey, ja. Yo! Komplett entsorgt. Nein! Ich hab toten Motor. Digga, bei mir, ich schwöre es dir, bei mir war ungefähr noch eine halbe Stunde Gap zwischen uns beiden in Rückschritt. Yo, Alter, wie schnell! Nein, das ist nicht passiert. Bist du auch tot? Nein! Junge, was natürlich war das nicht. Denn? Ich muss jetzt kurz mal fragen. Blätten fährt kein LMU, oder? Dann bin ich ganz ehrlich, hat das mit LMU keine Zukunft. Das hat keine Zukunft. Ich merke, die Qualität des Videos, nix gegen Team Nitro, aber dann hat das hier keine Zukunft. Sag ich, wie es ist. Das ist nicht dasselbe. Jansky, auf dich ist eben auch Verlass. Du weißt, was die Menge will. Du weißt es einfach. Du hast dir das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Am Blenden ein bisschen viel ACC gefahren, wa, mein Freund? Oh no. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Also Jansky, hier mal kurz von mir eine Content-Idee. Jansky, ich freue mich auf das Blätten Goes Oval Video. Weil das stelle ich mir unfassbar fantastisch vor. Wie wir diesen jungen Menschen mit seiner schnittigen Friese verzweifeln sehen im Oval. Das wird ein absoluter Kinofilm. Weil diese emotionale Rollercoaster, der dort stattfindet zwischen... Und ich habe noch nie einen Blätten-Stream gesehen zu Oval, das muss ich noch nachholen. Aber dieser emotionale Rollercoaster aus "Das ist die geilste Scheiße EU-West" zu "Oh no!" Nesca ist ja absoluter Müll. Jansky,
bitte, ich weiß, du bist eigentlich nicht so drin in dem Game, aber würdest du mir den Gefallen tun und das machen? Ich liefere dir auch Content dafür. Also, ich schicke dir auch noch was, um das ein bisschen zu füllen. Weil da gibt's so ein paar nette Clips. Okay.